Zurückhaltende Auftritte sind eher nicht seine Sache, auch nicht nach 2 Jahren Knast. Das zeigte Markus Prinz von Anhalt schon heute Morgen vor Prozessbeginn am Augsburger Landgericht. Ich bin der Einzige in Deutschland, der kein Betriebsfahrzeug von der Steuer absetzen darf. Bei einer Firma, bei 2 Firmen, die 48 Millionen Euro Einnahmen haben, darf ich kein Mercedes fahren. Also ich verstehe die Welt nicht. Weil er seine Luxusautos als Dienstwagen von der Steuer abgesetzt hatte, wurde der Betreiber mehrerer Bordelle verurteilt. Doch jetzt kann er sie wieder genießen, seine Lieblinge. Der Rolls-Royce, da sitzt man viel angenehmer wie auf der Britsche in der 8-Quadratmeter-Zelle. Der Bordellbetreiber mit dem gekauften Adelstitel war immer stolz auf seine Garderobe in der Villa bei Pforzheim. Doch nach der Knastentlassung hat Markus von Anhalt Tabula Rasa gemacht, auf Empfehlung seines Styleberaters Louis, auch ein ehemaliger Puffbesitzer. Louis hat zu mir gesagt, alles, was ich anhatte, wo ich ihn gesehen habe, das erste Mal nach dem Gefängnis, war scheiße, war alles out. Vor 2,5 Jahren war das noch in, aber es geht ja hier ziemlich schnell heutzutage. Und jetzt müssen wir alles neu kaufen. Ich habe gestern schon die Hälfte aller meiner Kleider weggeschmissen und jetzt kaufen wir neu. Wie gesagt, ich habe nur 3 Hosen, das geht ja nicht. Beim Billard ist er auch ein bisschen aus der Übung. 2 Jahre Zwangstrainingspause. In der U-Haft gab es nur 1 Stunde Hofgang am Tag und sonst die Zelle. Und die könnte ihm wieder drohen. Da macht sich Markus von Anhalt keine Illusionen. Bei meinem Lebensstil bin ich immer darauf vorbereitet, dass ich aufgrund von Neid und Missgunst immer wieder mal im Gefängnis lande. Immer wieder mal zu Unrecht, weil ich bin kein Krimineller mehr. Doch das Augsburger Landgericht sieht das möglicherweise anders. Einen Freispruch kann es in diesem Prozess jedenfalls nicht geben. Es geht nur um die Strafhöhe. Da der Bordellprinz schon 2 Jahre sitzen musste, könnte er mit einer Geldstrafe davonkommen. Doch das reicht ihm und seinem Anwalt nicht aus. Unser Ziel ist, sauber das Recht herauszuarbeiten, dass der Unternehmer im Rotlichtbereich diejenigen Fahrzeuge in seinem Unternehmen einsetzen darf, die er benötigt, um die erforderliche Außenwirkung zum Erreichen geschäftlichen Erfolges zu erzielen. Also müsste das Protzen mit teuren Autos für einen Bordellbetreiber wie Markus von Anhalt doch auch steuerlich absetzbar sein. Ich habe einen 430er Ferrari in der Firma. Ich habe einen 599er Ferrari privat. Ich habe einen Enzo privat. Wenn ich jetzt am Sonntagmittag privat spazieren fahre, nehme ich doch den teuren Ferrari und nicht den billigsten, was der Firmenwagen war, ne? Der erste Prozesstag war ziemlich schnell vorbei, weil sein Anwalt einen Befangenheitsantrag gegen das Gericht gestellt hat. Und dann fuhr Markus von Anhalt ungewohnt bescheiden mit einem Taxi davon.